Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren wunderschönen Folge Fate Extella. Ja, wir haben im letzten Part mit Tamamo ein kleines Pläuschen gehalten. Euch wird auffallen, dass mein Bildlist-Level mit ihr wieder ein bisschen höher ist. Ich war kurz mal im Hauptmenü, habe mal gecheckt, ob wir Nebenmissionen haben. Aber gab es keine. Da bin ich wieder rein und ich konnte wieder die andere Geschichte auswählen, die andere Auswahl. Und ja, Bindung ist nach oben gerast. So, jetzt plauschen wir noch mal ganz kurz mit der lieben Frau. Oh, die kann manchmal ganz nett, lieb und nett sein. So, da haben wir noch ein Gespräch anscheinend. Oh, die beobachtet das beim Schlaf. Okay. Oh shit. Oh shit. She's like a spider. Oh man. Okay. Was hat sie vor? Halt, stopp, für was für eine Art von Stress redet sie? Was passiert. Das ist irgendwie süß. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir im Schlaf so gesprochen hätten. So ein bisschen, als würden wir noch schlafen. Aber das war auf jeden Fall eine süße Geschichte. So, dann gucken wir mal, dass wir noch mehr vorbereiten an der Stelle. So, wir gehen wieder auf Typ. Wir wollen, also ich würde eigentlich gerne dieses an die Verbesserung unserer Fähigkeitsregeneration, die möchte ich eigentlich gerne. Boah, wo war sie da? Das Ding hätte ich jetzt eigentlich gerne woanders. Stattdessen lieber Pace Movement Speed. Ja, es hört sich nicht uninteressant an. Item Drop Rates. Das können wir mal machen. So, und dann ändere ich das einfach mal geschwind. Und dann natürlich machen wir da wieder das Mana Recovery rein. So, bam. So, sehr schön. Dann haben wir ja noch ein paar neue Klamotten freigeschaltet, die wir noch craften können. Deshalb gehen wir jetzt auch bei Craft rein. So, aber es scheint nicht so spannend zu sein, da was wir zu sehen bekommen. Okay, reicht mir im Prinzip. Gut, dann Rest und dann ziehen wir uns mal die Cutscene rein. Und dann nächstes Kapitel. Wir haben ja im letzten Part mitbekommen, dass Eliza sich nicht mehr herumschubsen lassen will, dass sie von Archimedes anscheinend Kräfte bekommen hat, jenseits ihrer Vorstellungskraft, und anscheinend jetzt ihr eigenes Ding durchziehen will. Und Archimedes ist außerdem noch in der Lage, oder hat seine sämtlichen Erinnerungen aus unserem Nero-Playthrough, hat er ebenfalls noch. Das bedeutet, dass er jetzt alles daran setzt, dass es jetzt anders läuft als beim ersten Mal.
Huzza! Als ob. Das ist jetzt vielleicht nicht die beste Sichtweise auf die Dinge, aber okay. In dem Moment kommt Archimedes. まさしく王妃のおっしゃる通り、恐悦ながらアルキメデスがご報告申し上げます。王妃テスカラによる総統の結果、戦勝皇帝による国取りは勢いを弱めています。もう一息で完全にセラフの全領域は王と王妃のものとなるでしょう。セラフ戦勝皇帝の拠点はすでに。Außerdem haben wir eine andere Version von Elisas Kampfmusik hier im Hintergrund laufen. チオの都が今こそなるか。よい。そして王権たるレガリアは一つ。そうですね。あなたもそれが重要だと理解しているはずです。では、ご主人様、私と共に戦場へ。あのわがまま皇帝に今度こそ引導を渡してやらねばなりません。いざ決戦と参りましょう。 Wow, jetzt schon der finale Kampf gegen sie, wow. Die Story ist kürzer als erwartet. Ja, Elizabeth ist verschwunden, richtig. Wo ist sie bloß? Werden wir wahrscheinlich jetzt auf dem Schlachtfeld mitbekommen. So, auf jeden Fall. Elizabeth ist weg. Archimedes will, dass wir den letzten Schlag, den letzten Angriff gegen Nero starten. Hoho. もちろん、後々役立つ証文といいますか、水掛け論を始めた恋人同士は悲しいもの、裁判の時に勝利をつかむための努力です。 お忘れではないでしょうが、ご主人様には昨夜の前科がございます。すなわち敵の視界と和気あいあいに話した事件。あれはこの部屋だからようございましたが、戦場であったのなら命に関わります。ですので、どうか約束をしてくださいまし。戦場においては冷静に徹する。すべて私の判断に委ねると。オッケー。お忘れなきように。 私は女王として振る舞います。あなた様の裁判とであるのと同時に、残酷なる侵略と君臨を旨とする帝国の女王としても存在し得るのですから。ご理解いただけて何よりです、ご主人様。あなた様は現在まともな状態ではおられません。美しくも儚き。 Okay, also sie will nicht, dass wir irgendwelche blöden Entscheidungen treffen und vielleicht dabei draufgehen. Verstehe. Aber so kann sie süß sein. Oh, ich habe so einen Eindruck, da wird da einiges auf uns zukommen. Okay, auf jeden Fall starten wir den Kampf, als wäre nichts gewesen. Drittes Level. Puh. Wir sind ganz schön weit inzwischen. Jetzt gucke ich mal, dass wir die richtigen Leute auch immer dabei haben. Oh, Elizabeth ist komplett verschwunden. Oh mein Gott, Elizabeth ist komplett aus der,
aus der Gruppe rausradiert worden. Heieiei. Bin mal gespannt. Da bin ich ja echt gespannt. Wahrscheinlich werden wir sie jetzt treffen. Würde mich nicht wundern, wenn sie nicht ganz so begeistert darüber wäre, uns wieder zu sehen. Oh, jetzt sind wir bei Nero unterwegs, ja. Oh mein Gott. Hm, wahrscheinlich erstmal ein bisschen Cutscene, bevor wir kämpfen dürfen. Also sonst wäre jetzt nicht normalerweise so viel Laden, ja? Merkt auf, Leute. このような町の並びはお好みですか?マチョイズムな石壁建築というか、俗に言う古代ローマの様式というか。ああ、いいえ。私にとってはどこであろうと都は都。取り立てで何がどうということはありません。とはいえ、ご主人様にも好き嫌いがありますし。 Gut, ich, der jetzt natürlich aus dem Westen kommt, sage natürlich, dass der Osten besser ist. あらら、ご主人様ったら、確かにこちらも花の都。私の都も花の都ですけど、玉もどっちも好きだなんて、そんな浮気性な言葉にはごまかされないぞ。ここはマスターらしく、どやと枝をくだしてくださいませ。で、どちらがお好みです? おお、エリザベスは。たっぷりに甘えているようで、その実。 Richtige Antagonistin inzwischen. Oh, da ist sie ja. Warum gibt man sich gerade in dem Moment Mühe, ja, ihre Silhouette auszuschwärzen? Ich meine, wir wissen ja ganz genau, wer das ist. Es wird überdeutlich, wie neidisch sie eigentlich auf Tamamo ist. エリクサーの飲みすぎで、ハイになっていらっしゃる?身がけと申し付けたのは、私どもの宮殿です。敵の宮殿ではありません。ああ、それ?ちょっとダークライザー。辞表ならライダーに叩きつけてきたわ。 私はソロでやるって決めたの。あんたの国にもセイバーの国にも属さない。だってどっちも私以下だし、私こそここにして思考のセラフに現れた第三勢力。深淵より来たりし、暗黒の美姬ダークエリ。もしくはより洗練した略称としてダークエリザとで。 Sparkle einfach als Untertitel. Ja, wie geil. Okay. Dark Elio, Moskva Dark.
Ja, jetzt kommt The Truth Comes Out. まあいいわ。とにかく、おとなしく狐の言いなりになっている私はもういないの。というか、自分でもバカみたいだったわ。何が贖いの小間遣いよ。そんなもので、私の罪が消えるわけでもないし、私が救われるなんてありえない。私が裁かれるなんてありえない。 おお、やそつぶざ。だから壊して、犯して、殺し尽くすの。何もかも、私のために浪費してあげる。セラフは私のドレッサーに変えてあげる。そのためには、わかるでしょ、キャスター。ブザまで可愛い小豚ごと、あなたのレガリアを平らげるわ。レガリアを奪う、ですって。 あなた、その足。さあ、誰かしら。でもいいじゃない。だって、私だけでも、この結論を出してたんだから。そうでしょ。あなたがセラフの女王だなんて、おかしいじゃない。私だっていいじゃない。それなら、私も王になる。いいえ、大王だわ。 流した血なら、私だってあなたに負けない。よっ、シーサーは。ただの大王なんかじゃないの。とっておきの大王よ。ムーンセルをも超える赤き星、マルスの星より来たる恐怖の大王に。笑わせてくれるな、ことかげ。 最後の星占いの詩編を引用してまで自分を大きく見せたいとは。駒使いをやめたのは良い。受理してやろう。何しろ転職先が面白い。まさか笑い専門の芸人になろうとはのう。どうだ、道化として再就職せぬか。貴様の芸なら高級を約束するぞ。<笑>しないわよ。 あと、ジョブチェンジ先はDは、歌姫だからね。まあいいわ。特別の特別に、生意気なものいいも多めに見てあげる。今回は、宣戦布告に来ただけよ。二つのレガリアは、私が奪う。私の力、舐めるんじゃないわよ、キャス。Oh shit! Kriegserklärung von der Kleinen. ご心配には及びません。他人の口車に乗っているうちは三流も三流。自滅するのは。Oh, ich glaube, Tamamo hat so eine Art Gefühl, so, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. コマ使いとしてはそこそこでしたが、道化としては格や落ち。投げ銭も欲しい。ご主人様、どうかお気になさらずに。 Oh, ich habe das Gefühl, so leicht wird das allerdings nicht. Naja, dann wollen wir mal. So. Oh, die will mit allen möglichen Mitteln Gawain verstärken wahrscheinlich, ja. Oh shit, ich glaube, das wird gefährlich. Jetzt kommt gleich unser lieber Li Shuwen auf uns zu und auch Gawain, und der hat ein geiles Intro natürlich.
Zhuisha wir sollen ihn quasi zu Lubu locken, damit Lubu sich den Ganzen annimmt. Alles klar. Ja, und jetzt ab zu Berserker. Hallo Lubu, was geht ab? So, und dann würden wir uns in der Zwischenzeit um unsere eigenen Territorien kümmern. Ah, okay, und die Sektoren, die, an denen die Sonne scheint, die sollen wir jetzt übernehmen. Und dann direkt zum nächsten Bereich, während Lubu noch beschäftigt ist mit Gawain. Jetzt kämpfen gerade Raider und also Medusa und die Schuhe nebeneinander. Ich sollte mich eigentlich auch mal um die Fabrik da oben links kümmern. Von denen schalte ich noch aus und dann gehe ich anschließend zur Fabrik, weil sonst ist das kein gutes Ende für unser eine, für das eine Ding. Ja, erstmal die Fabrik. Alles andere hat gerade Zeit. Das einmal. Gehen wir direkt weiter.
Wir sind wieder dort, wo wir waren. Gehen das Beat schnell ein und helfen dann anschließend mit Medusa, würde ich sagen. Die Flugviecher, die sind sehr nervig. Die Jungs werden eigentlich immer das meiste machen. Weiter unterstützen. Ist er. Was vielleicht zu spät ist. Ah, das Intro kennen wir ja schon, also können wir ja schnell drüber rasen. Ja, nachdem wir uns um die Schulden gekümmert haben, können wir uns dann immer noch um die Sektoren kümmern und um Gewinn. Vielleicht mit Aufhalten an der Stelle. So, und dann nehmen wir den nächsten Sonnensektor ein. Dann kann ich mich auch gleich verwandeln, sobald ich beide Sektoren aufgenommen habe. Und uns um den lieben Gawain kümmern. Ich weiß gar nicht, wie gut oder wie schlecht es gerade bei Nobuo läuft. Ich sehe nur immer wieder, dass Gawain auch etwas beeindruckt reinschaut, von wegen, wie stark Nobuo ist. Und jetzt tauchen da große Viecher auf, da verwandle ich mich mal doch lieber. Weiter. Die kleinen Viecher mal platt, damit wir das den Sektor übernehmen können. Eigentlich wünschte ich mir, dass die anderen Charaktere, die in der Zwischenzeit nichts zu tun haben, also ähnlich wie bei den Warriors-Spielen, dass die ja dann einfach zur nächsten Basis rüberlaufen und zum nächsten Sektor laufen und
den versuchen einzunehmen. Das ist eigentlich immer eine One-Man-Show. Abgesehen von, ja, dass sie halt zwischendurch mal den Gegner auf sich ziehen. Was jetzt in dem Fall also storytechnisch echt gut ist, also dass Lubu an der Stelle Doreen beschäftigen kann, während wir gerade uns hier mit den Sektoren auseinandersetzen. Das ist zum Beispiel jetzt gut. Vor allen Dingen Lubu ist nicht einer, der jetzt direkt umfällt, sobald einer mit so einer Aura oder wie man auch immer das nennen will, auftaucht. Oh, Lubu hat's umgehauen. Gerade in dem Moment, wo ich das sag. Müssen wir das aber schnell hinter uns bringen, weil sonst kommt unser lieber Gering gleich. Mit seiner immer noch sehr verstärkten Kraft. Ja, aber in dem Moment haben wir gerade das Ding übernommen. Ah, nichts übernommen haben wir. Nichts haben wir übernommen. Das ist schlecht. Ich hoffe, der kommt jetzt zu mir rüber. Dann ist eine Sektor wieder frei und ich kann ihn noch vielleicht übernehmen. Gut. So, jetzt hat er auch keine Spezialkräfte mehr. Jetzt können wir uns schön um ihn kümmern und dann anschließend unseren Nero persönlich kümmern. Den müssen wir noch platt machen und dann noch wahrscheinlich noch einen großen. Dann haben wir den Sektor übernommen, dann müssen wir mal gucken. Das sind alles nur ein Punkt Sektoren. Also anscheinend muss ich nicht komplett alles übernehmen, wenn ich das jetzt richtig gerade interpretiere. Oh, denkst du, das ist sogar ein 6-Punkte-Ding gewesen. Habe ich gar nicht gewusst, habe ich gar nicht gesehen. Oh, jetzt weiß ich nur nicht, wo das der dritte Splitter ist, aber wenn wir jetzt eh wahrscheinlich gegen Nero kämpfen, in ihrem separaten kleinen Universum da, wie es auch bei Tamamo war, in Neros Geschichte, dann werden wir wahrscheinlich dort unseren dritten Splitter bekommen. Mhm. Alles klar. So, here we go.
Ach, eigentlich will ich nicht gegen Dero kämpfen. Schon wieder? Ja gut, warum nicht? Sag. ご主人様。なんてこう。全くまなざしを。って肌できました。肌に。全く。もう良くのない方ですね。魂だけのご主人様は受動的なのに。でもそこはもっと強欲にご想像くださいまし。文字通り言葉通りに全てが叶うのですよ。 Okay. いかなる富も思うがまま。王権。一口にそう言ってしまうのは簡単ですが、最上の美酒、最上の料理、最上の衣、最上の宮殿に最上の音や最上の妻。あ、いえ、それはこの私がいるからいいとして。 Oh Gott, also dadurch, dass wir nichts sagen in der Story, dass wir eigentlich derjenige sind, der immer nur in die Leere starrt und ab und zu mal, glaube ich, mal ein bisschen zwinkert, ja, das war's. Und die dann immer diese Story aufbauscht von wegen so, ach, mit deinen Augen durchlöcherst du mich, bringst direkt in meine Seele ein, ach. Warum unterhalten wir uns eigentlich auch mitten in Sabers Neros Thronraum? ここまで追い詰められるとは思わなんだ。肉弾戦もいけるではないか。 貴様も、余が手を抜いていたというのもあるが、奏者に刃を向ける現実に、余は迷っていた。かつて共闘した貴様と戦うことにもな。しかし、ことここに至っては、覚悟を決めた。許せ、もう一人の奏者よ。すぐにそこの目が解き放ってくれる。 本当、勝手なものにです。ムーンセルに選ばれたのはこの私、あなたではないのです。その愚かしさ、羨ましく思ったこともありましたが、今となっては哀れを誘うばかりです。あなたのローマはすでに敗北。私の帝国に飲み込まれておしまいなさい。たかが大樹の帝国風情。 終点の日にかなう道理なし。わお、ディズ・リヴァルンデン・クラス。シンス・ロムルスまで罵倒するとは。世の忍耐も、もはやここまで。様様、世はアポロンよりビナス派だ。任したくば、美少女を連れてこい。ちなみに、貴様は少女ではない故。いや、 そうですし。おーしゅうぐいった。20代前半の何が悪いってんですか。 もはや焼き尽くすしかねえ。レガリアを得た我が力、とくと味わいなさい。ネロ・クラウディウス。Oh boy, here we go. Oh, direkt auch in ihrer verbesserten Form schon. Uiuiuiui. I'm a little scared. I'm scared for life. Ah, jetzt hat sie wieder, glaube ich, ihre normale Form.
Oh shit, oh shit, oh shit. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. gefährlich. Immer noch gefährlich. Eieiei, und dann haut sie nochmal ihre verbesserte Form raus. Eieiei. Ah, ah, muss weg, muss weg. Jetzt sind wir dran. So, das dürfte es gewesen sein. Sehr schön. So. Bin immer gespannt, wie es weitergeht. Beim letzten Mal ist es für uns auch so nicht so besonders gut gelaufen, nachdem wir Tamamo besiegt hatten in der ersten Story. Mehr sagt er nicht. Bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Das wäre jetzt normalerweise der Moment, in dem jetzt Altera auftaucht und den beiden den Krieg erklärt. ならば何が世界ですか。あなたはただ私に挑んで私に敗れただけのこと。そこに他の意味など持ち込んで何とします。単に世界より私の方が強かった。では、お覚悟なさいな、皇帝陛下。 いろいろありましたが、あなたとの縁もここで土壇場正念場と行きましょう。そうですか。 あなたが彼女に寄り添うことを選んだご主人様、精神に相当するもの、情熱、人格とも言い換えられますが、その点思慮深さには欠けるようですね。この状況がお分かりではありませんか。そこなる裁判とは敗北したのです。たった今あなたがかばう意味はもはやありません。 彼女は俺から怒りを失います。であれば、あなたが庇護を求めるべきは、この私、このキャスターしかいないのです。ですから、
一言おっしゃってくださいまし。キャスターが良いと。そうすればすぐに。ネロス、あなた。 Okay, also diese Story ist das Canon, dass es wirklich nur Saber war, die am Ende noch mit uns zusammengestanden ist. Also nur Nero.最後のあの部屋で何があったのか、私は知りません。だから、このレガリアを与えられた時は本当に本当に嬉しかったんです。心の底から今度こそ自分は選ばれたのだと、選んでもらうことができたのだと。 Ja, sie war die ganze Zeit recht eifersüchtig auf Nero, denke ich mir. それなのに、あなたも同じ指輪を得ているなんて、本当に驚きました。その薬指を見た時の私の愕然、想像できますか？前回はあなた、今回は私。釣り合いは取れています。復活があれば。 Oh shit, das hat sie jetzt gerade echt durchgezogen? Hat gerade Nero ausgelöscht? Was für ein komplett anderer Ausgang als bei Neros Geschichte. Oh, die ist nicht ausgelöscht, die hat nur ihr Regalia verloren. Oh, oh, Jetzt ist sie ziemlich selbstbewusst, nachdem sie jetzt endlich geschafft hat, das zweite Regalia für sich zu beanspruchen. Temporarily led you, the Regalia. Yoki Master was zuiteiru no dakara na. Saraba da, Kyasta. Ato de naku hodo koukai shi. Es ist ein anderer Ausgang als bei Neros Geschichte. In Neros Geschichte hat Kessa, glaube ich, ihr. Ja, da ist die zweite Regalia zerstört worden. Und Kessa, also
Tamamo zusammen mit ihrer eigenen Version unseres Ichs ist einfach geflüchtet und hat sich nicht mehr blicken lassen. Also bisher sieht's nicht schlecht aus. Es hat sich schon mal was geändert. Und da ist Archimedes wahrscheinlich sehr zufrieden, denn es hat sich schon direkt was geändert. さすがはレガリアを与えられた正当なる女王。今回も予定通り勝利を収められた。誠に結構結構。ですが、ここからは私の仕事です。レガリアの再統合にはシステム技師である私の固有スキルが必要となります。そのため、こうしてハセさん自体次第物質系をお許しいただきたい。随分と流行るものよ、アルキメデス。 そうですね。玉も、それはとても合うにそれはクリック。必要なことですゆえ。これもあなたが全てを得るため。そして、セラフの安寧のため。セラフの安寧と来たか。よくもまあ、耳良い言葉を述べられる。風車のいや、刃のように。弁が立たなければ学者は務まりません。 後人を育てるのも役目のうちですからね。それよりお早く。レガリアが一つになれば全て収まるのです。量子なりし、虚構世界には繁栄が、あなたには侵されることのない平穏が始めるのです。統合の義を、その手を天へ掲げ、あるべきものを正しい形に、義をより奪還せし、もう一つのレガリアを、さあ！ Er hat's ganz schön eilig. Go-shujin-sama, soko wo ugokanai de kudasai masse. Miko to iya na yokan ga ima. Legaria! Oh! Wow, oh, die hat aber coole Kampfanimationen außerhalb ihrer Dialoge. Nantaru! Masani Flying! Flying Dragon! Oh, ich habe so das böse Gefühl. Sie kann immer noch kein Regalia anlegen. Und die macht jetzt genau den Fehler, den Archimedes eigentlich nicht haben will, nämlich legt den Ring jetzt an und der wird dadurch zerstört. Und alles dreht sich genauso, wie es davor auch schon war. よ、よくないわよ。ちょっと息が合うだけよ。いつも子供扱いされてたまんないっていうか、幼馴染ポジションってやつね。ナチュリー。いいわ。名前なんて。私は私のために、できることをするだけ。ほら、見てなさい。レガリアが誰に一番ふさわしいのか。 Der Zirkel wird sich wieder von vorne drehen. Oh, für was entscheiden wir uns?
Oder auch nicht, heilige Scheiße. Nando! So gut. Ach, ich meine, das ist sichtlich zufrieden mit sich selbst. Ja, ja. Oder so geplant. Eieieiei. Diesmal hat sich wirklich komplett geändert. Das Skript, wenn man so will. Die ist auch sehr happy darüber. Ihr Zusatz ist verschwunden, der Dark Eliza ist mir gerade erst aufgefallen. Sie hat ihr Ziel erreicht. Glückwunsch. Hat sich ein bisschen angehört wie Tamamo, ja. Ja, die haben sehr viele Ähnlichkeiten miteinander und das realisiert Tamamo jetzt gerade. Bisher noch kein Funken von Antera gesehen, noch nichts von ihr gesehen, außer dieser traumhaften Erscheinung. Gibt dir ein paar Hinweise an der Stelle. Eieiei, alles läuft wie geplant für den Archimedes und der sieht für uns immer noch aus wie der gute Typ. Die wird jetzt nicht anfangen, den Ring zu erfressen oder sowas. Och du Scheiße, jetzt geht's. Wird's nur verrückt. Ja, das kann nicht so gut sein für sie.
Das ist nicht gut. Ja, sein Plan droht zu platzen, wie beim letzten Mal. Shit, was passiert da jetzt gerade? Ie, Gosujin-sama. Douyara sono hitsuyou wa nasasō desu. Okay, was ist da gerade passiert? Ano Kotokage, migoto ni nomi hoshita mitai desu. Ya, watakushi mo odoroku bakari. Nani? Kore wa shōmetsu shite Regalia no hannou ga doko ni mo Ja, der ist extrem sauer. Schon bei Nero Story hat sie dafür gesorgt, dass sein Plan fehlschlägt und jetzt genauso. Oh, die Arme. Wow, spontanes Noble Phantasm. Wow, Archimedes stirbt, wie man es überhaupt nicht erwarten würde an der Stelle. Wow. Wow, und Archimedes ist einfach ausgelöscht. Krass. Scheiße, die ist jetzt ganz schön stark. Und wahrscheinlich in dem Moment wird jetzt Altera auftauchen. Also ich glaube, das ist eine gute Stelle, um mal abzubrechen die Folge oder abzuschließen die Folge. Wird jetzt wahrscheinlich noch einiges passieren von der Story her und da bin ich echt gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ist jetzt eine sehr lange Folge geworden, aber immer wenn so viele Cutscenes auf einmal folgen, dann möchte ich eigentlich ungern einfach abschließen an der Stelle. Aber ja, muss ich jetzt wohl, sonst haben wir hier eine 2-Stunden-Folge höchstwahrscheinlich. Also gut, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao.